Es ist simpel, es ist einfach und jeder kann damit dekorieren. Hey, ich bin Stefanie Andersson und gemeinsam mit Uli habe ich die Wutzis ins Leben gerufen. Dabei bin ich eher der kreative Part und Uli ist für die Umsetzung und das Handwerkliche zuständig. Die Wutzis sind Bilder leisten, denn unsere Mission ist es, nachhaltig zu dekorieren und Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Tatsächlich ist es so, dass mir die Idee zu den Wutzis bei meiner Arbeit kam. Ich bin nämlich Hochzeitsfotografin und mir ist es immer wieder aufgefallen, dass die Bilder großteils zumindest in der Versenkung auf der Festplatte verschwinden. Ich finde es super schade, nicht natürlich nur wegen meiner Arbeit, sondern auch einfach wegen der vielen Erinnerungen, die da schlummern und die man in der Regel gar nicht mehr anschaut. Vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere angesprochen, aber ich bin jetzt nicht unbedingt ein Deko-Genie. Und ich bin auch sehr, sehr faul, was Umdekorieren anbelangt. Ich habe weder Zeit noch Muße dafür und ich möchte auch auf gar keinen Fall neue Dinge dafür anschaffen. Deswegen fand ich auch gerade die Bilderleisten ganz cool, weil sie eine Möglichkeit schaffen, mit zwei Handgriffen einfach den kompletten Look and Feel nochmal umzukrempeln und gleichzeitig gibt man dann seinen Bildern nochmal eine Bühne. Das heißt, ich kann irgendwie 3 Wochen lang dieses Bild draufstellen und oder vielleicht noch ein anderes Bild dazu. Und dann tausche ich die Bilder einfach aus und schwupps habe ich schon wieder ein komplett neues Deko-Setting. Arrangements kann man natürlich auch wunderbar austauschen. Man kann vielleicht noch ein paar Blümchen dazustellen. Kreativität, keine Grenzen gesetzt. Deshalb mag ich es. Es ist simpel. Es ist einfach und jeder kann damit dekorieren. Von der Idee zum fertigen Prototyp. Als mir die Idee kam, habe ich dann direkt Uli angerufen und gefragt, ob man da nicht irgendwas zusammen bauen könnte. Und dann ging es schon ans Werk. Und zwar Nachhaltigkeit wichtig, also haben wir uns Gedanken über das Material gemacht. Dass es Holz sein sollte, war uns klar, denn Uli ist eine Koryphäe in der Schreinerwerkstatt, von daher Holz. Ja, was nimmt man da? Zertifiziertes, nachhaltiges Holz, Restholz und, da gibt es viele Dinge. Wir haben uns tatsächlich für Restholz entschieden und dann gab es die ersten Prototypen. Ich habe einfach mal in den Raum geworfen, was ich mir so vorstellen könnte. Uli hat seine Ideen mit eingebracht. Und dann hatten wir hier so hübsche Dinger wie eine alte Dachlatte. Rusticus haben wir ihn genannt. Ich glaube, der könnte ganz cool ausschauen, der müsste aber dann eingelassen werden und dann braucht man da die passende Deko. Ich könnte mir das zum Beispiel für eine Scheunenhochzeit vorstellen oder so. Der ist es aber nicht geworden. Wir hatten hier so eine Variante. Auch die ist es nicht geworden. Und am Ende hatten wir 4 Varianten, die es final jetzt geschafft haben. Eventuell kommt noch eine Box für die Prinz dazu. Da arbeiten wir gerade aber am Prototyp. Auf jeden Fall haben wir hier das größte Modell für bis zu 2 Prinz. Den kleinen Bruder hierzu, also einmal noch mal kürzer und kleiner. Wir haben eine Pyramide und wir haben eine sehr, sehr simple Form mit leicht angeschrägten Kanten. So, dass für jeden Geschmack einmal was dabei ist. Wenn du uns jetzt unterstützen möchtest, gibt es viele Möglichkeiten. Du kannst uns natürlich auch einfach so unterstützen, weil du das Projekt cool findest. Ansonsten kannst du als Dankeschöns eine Aquarellkarte, handgemalt von mir, erwerben. Ich male hobbymäßig und würde dir extra ein handgemaltes Postkärtchen zuschicken. Das Motiv muss ich mir aber noch aussuchen. Natürlich kannst du alle unsere 4 Wutzi-Varianten erwerben. Die gibt es auch in verschiedensten Bundles und es gibt sie auch mit dieser wunderschönen Box und Prinz. Da ist aber wichtig zu beachten, damit ihr auch Prinz bekommen könnt, brauche ich Dateien von euch. Das heißt, bei erfolgreichem Finanzierungsprojekt, also bei erfolgreicher Startnext-Kampagne, müsst ihr mir eure Bilder schicken. Erst so kann ich euch auch quasi dann das Paket fertig machen.
Wenn die Kampagne jetzt erfolgreich war, würden wir gerne in der ersten Phase natürlich die ganzen Wutzis für euch herstellen, aber auch erstmal eine Website ins Leben rufen, denn wir haben noch keine. Unser kleines Träumchen wäre auch ein Lasergraviergerät, damit man auch die einzelnen Wutzis personalisieren könnte. Und wir würden auch sehr, sehr gerne das Produktsortiment weiter austesten und ausweiten. Ich hoffe, euch gefällt unser Projekt und wir freuen uns auf eure Unterstützung. Vielen Dank schon mal im Voraus und bis bald. Die Steffi und der Uli.